Als der Parchimer Rosenhof im vergangenen Dezember seine Pforten für die ersten Mieter öffnete, erwartete diese im Eingangsbereich bereits eine schmucke, überdimensionale Rosenranke. Ganz im Zeichen der Rose geht die Innendekoration im komfortablen Wohnobjekt der Allgemeinen Wohnungsbaugenossenschaft Güstrow Parchim und Umgebung in der Otto-Grotewohl-Straße weiter. Der Parchimer Künstler Kai Arendt arbeitet momentan an einer Bildserie für die 6 Flure des dreigeschossigen Gebäudes. Also im Dezember letzten Jahres habe ich im Eingangsbereich schon ein großes Rosenmotiv gemalt für die AWG im Rosenhof. Jetzt wurde ich beauftragt, 24 größere Bilder zu malen für die Flure. Und ja, daran arbeite ich im Moment. Bis zum Frühjahr werden die pastellfarbenen Werke des Künstlers fertiggestellt sein, durch die im Rosenhof ein ganz besonderes Ambiente entsteht. Der 52-jährige Arendt hat seine Kreativität schon in der Jugend entdeckt. Zunächst aber arbeitete er als Heizungsbauer. Vor 19 Jahren entschied der Autodidakt, sich als Kunstmaler selbstständig zu machen. Also kreativ war ich eigentlich schon immer, seit meiner Kindheit. Und ich habe viel gemalt, ich habe viel gebastelt. Das ist dabei geblieben. Ja, und wer möchte nicht so einen schönen Beruf haben wie ich? Ich habe den besten Job der Welt. Die Arbeiten von Arendt reichen von großen Fassadenmalereien über die Wandgestaltung von Kinderzimmern bis hin zu Schlittschuhflächen. Auch international ist der Künstler gefragt. Unter anderem im Pariser Hilton Hotel sind Werke von ihm zu sehen. Trotzdem bleibt der Mecklenburger seiner Heimat treu, die weiter von seinem künstlerischen Schaffen profitiert. So wie jetzt der Parchimer Rosenhof.